Buongiorno Vespisti, Guzzisti, Piaggio-Freunde. Ich stehe vor dem neuen Flagship-Store der Piaggio-Gruppe in Wien, in der Praterstraße. Und ich bin schon extrem neugierig, was mich in diesen Markenwelten jetzt erwartet. Das Herzstück des Vespa Piaggio Flagship Stores in der Wiener Praterstraße ist natürlich der Frontbereich mit den Vespas. Hier kann man gustieren, sich die Schmuckstücke anschauen, eine Elettrica, eine Primavera, eine GTS. Es ist wirklich alles da, was euer Herz begehrt. Es ist also wirklich alles da, was der Rollerliebhaber gern hat, was sein Herz erfreut. Eine Liberty, das Einsteigermodell, de facto hier eine Medley, die wir mehr als ausgiebig schon getestet haben, sowohl in Italien bei der Modellvorstellung als auch in Wien selbst. Und da kommen wir dann ein bisschen zu meinem Liebling, die Beverly in der 300er Variante. Die Beverly gibt es auch als 350er Sport, wahrscheinlich das heißeste Modell überhaupt am Rollermarkt. Es ist ja wirklich alles da, hinter der Bar, nicht versteckt, sondern in einem extra coolen Ambiente. Gebührend für die MP3, wir haben eine 300er da, da könnt ihr euch das Video anschauen dazu. Wir werden es auch verlinken. Eine 500er, die wartet gerade auf uns als nächstes Video. Und da kommen wir noch einmal in den Bereich der schicken Flitzer, der Mopeds, vielleicht für Jugendliche auch eine sehr interessante Variante, um sich schnell und individuell in der Stadt zu bewegen. Helme, Helme, Vintage-Style, Vespa. Schaut aus, als ob der Helm schon gebraucht wäre, ist aber nigelnagelneu. Pastelltöne passt heute irgendwie zu mir. Ich glaube, ich habe dort hingegriffen, den ich sofort nehmen würde. 70er Jahre Stilistik, extra cool, alles verfügbar. Blau ist auch toll. Ein glänzendes Blau mit super netten Applikationen drauf. Wunderschön gemacht. Traumhaft. Bambini, Bambini, Bambini. Die Italiener haben natürlich ein Herz für die Kinder. Miniatur Vespa, fahrbar elektrisch, Elektrika, Bambini. Hier geht es weiter mit den Accessoires. Super coole Bauchtasche. Ich persönlich verwende es allerdings als Crossbody-Bag. Kann man auch am Rücken. Tolle Sache. Was haben wir noch alles? Jacken. Das ist eine super Jacke, die ich auch schon in einem Video angehabt habe. Warm im Sommer, wenn es ein bisschen kühler ist, vielleicht in der Früh. Drüber ziehen, in die Vespa stopfen. Einfach perfekt. Weiter geht's mit Regenjacken, Parkas genau genommen, das sind längere. Sehr cool. Habe ich übrigens auch schon einmal getragen in einem Video mit der MP3 300. Accessoires, Accessoires, Accessoires. Also, da gibt es wirklich alles für den Fan. Geschenke, Mitbringsel. Coffee to go gibt es sogar für den umweltbewussten Espresso-Liebhaber. Blech, Schachteln, also ich finde, die sind auch super. Die Espresso-Sets haben jetzt ein neues Design, habe ich auch zu Hause, ist immer ein Spaß mit Gästen. Vespa, Servizio, Taschen, Teller, Uhren, also wirklich, es gibt alles aus dem Vespa-Universum. Hier wird jeder fündig, die Oma, die Ehefrau. Jeder kann herkommen und sich ein kleines
Vespa mit Bringsel einhamstern. Ich komme hier in den hinteren Bereich des Stores. Die Accessoires aus der Markenwelt von Moto Guzzi, Vespa. Hier ist wirklich alles verfügbar, was sich der Freak nur vorstellen kann. Von Hoodies über T-Shirts, Tücher, momentan vielleicht sehr interessant in Zeiten wie diesen. Ah, da sehe ich meine Handschuhe, die ich selber auch fahre und die ihr vielleicht aus einigen Videos auch kennt. Sehr geil, jetzt verfügbar auch in Gelb. Ich meine, auffälliger geht es wirklich nicht. Vespa. Vespa-Schuhe, auch Lieblinge von mir. Ich besitze allein 3 Paar Vespa-Schuhe, um jeweils das richtige Modell zur richtigen Vespa-Farbe zu haben. Moto Guzzi. Ja. Also Guzzisti sind natürlich sehr markentreue Fahrer und stehen natürlich auf die Accessoires von Guzzi. Edle Ledergürtel, einfach alles, was man sich als Guzzisti wünscht. Oh la la, ein Traum. Wir haben die Vespa-Hallen durchschritten und kommen jetzt sozusagen zum Hochamt der zweirädrigen Motorisierung, Moto Guzzi, die Traditionsmarke. Und Moto Guzzi hat in diesem Store hier wirklich ein passendes Ambiente gefunden. Hier sieht man den Altar der zweirädrigen Motorisierung, eine Moto Guzzi V70, allerdings mit einigen Spezialteilen drauf. Ich finde halt schon, dass die Guzzis ganz, ganz was Besonderes sind. Eine V70 Stone, das pure Eisen, schwarz lackiert. Sehr stylisch, sehr elegant und sehr, sehr angenehm zu fahren. Auch in der Stadt der klassische Zweizylinder Picobello, also besser geht's nicht mehr. Hier geht es dann an die wirklich schweren Eisen, eine California. Das ideale Tourenbike für Österreich und auch Kalifornien. Für die Stadt vielleicht ein wenig zu viel. Jetzt geht es an die Hot Rods. Die Audace Street Burner. So ziemlich das Maximum, was man von Moto Guzzi bekommen kann. Ich mag sie über Land, aber in der Stadt nehme ich die Vespa. Guzzisti sind natürlich Individualisti und jeder, der eine Guzzi besitzt, wird danach trachten, sein Stück zu einem Einzelstück zu machen. Und auch dann bist du genau hier richtig, weil die Parts, die Individualisierungsteile sind hier in Hülle und Fülle verfügbar. Ein Paradies für Guzzisti. Die Welt der V85. Der Bestseller von Moto Guzzi, wunderbar sanft und elegant zu fahren, trotzdem genug Power. Sie schaut groß aus, ist aber sehr handlich, ist in der Stadt super zu fahren, über Land sowieso. Hier im Kit mit den Koffern, so kommst du bis nach Apulien, überhaupt kein Problem. Da kommen wir auch zu einem Gusto-Stückel, das ich besonders gern fahre. Video haben wir gemacht, verlinken wir natürlich. Eine Boba. Wer einen Guzzi-Helm sucht, wird hier natürlich auch fündig. Oh, Roma, I like that. Ausrüstung für den Guzzi-Tourenfahrer. Ideal natürlich für die V85. Urban Jeans Style. Und da sehe ich die klassischen Moto Guzzi Pullover. Vespa, 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 Vespa. Wer sparsam ist, kommt auch hierher und kann sich eine fast neue, nur ein wenig gebrauchte Vespa organisieren zu Konditionen, die vielleicht doch sehr interessant sind. Und ist der Vespa-Shopper müde, kriegt er natürlich einen
hervorragenden Espresso frisch aus der Espressomaschine geliefert und der ist wirklich tipptopp.